Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik. Und es geht tatsächlich mal wieder um Garnelen. Ja, es gibt einiges Neues, auch neue Erkenntnisse tatsächlich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch sofort durch. Allerdings werde ich die Tiere jetzt erstmal füttern. Nee, noch nicht. Ich wollte sie erstmal so filmen, wie die Becken jetzt da stehen. Und dann werde ich sie gleich füttern, damit wir die Tiere dann dementsprechend besser beobachten können. Denn es ist mega spannend nach wie vor, auch hier mit den beiden Ausnahmebecken. Momentan noch einmal mit dem Buchenholzklotz und hier mit dem Lavagranulat. Ja, das wird für die Zukunft richtig spannend werden. Das kann ich euch versprechen, auf jeden Fall. So, und wie gesagt, wir starten jetzt sofort durch. Warte mal, bevor ich das vergesse wieder, gieße ich erstmal meine Schätze hier. So, Dalle, bei 500 Mikrosiemens, auch das Schätzchen hier im Murmelglas wird nachgegossen, so alle zwei, drei Tage tatsächlich. Und das läuft richtig gut, richtig gut. Das macht so viel Freude, auch mit Wasser zu punchen bei den Pflanzen. Starten wir mit Becken Nummer 1. Hier ist die Ichnodorus Hardy Red Pearl drin. Sie wächst wieder gut, nachdem wir hier CO2 wieder zugeführt haben mit diesem Pilz. Das funktioniert richtig genial. Ansonsten, ja, pH-Wert ist hier, kann ich jetzt schon mal verraten. Ich habe es nämlich schon reingesteckt vorhin, bei den anderen Becken muss ich das alles noch machen. Aber eins nach dem anderen, 7,2. Schwankt allerdings, ne, je nachdem, ob Nacht oder Tag, das ist ganz klarer Fall. Am Tag ist das ein bisschen höher und in der Nacht etwas niedriger, so um 0,2 pH tatsächlich. Aber für die Neocaridina ist das hier eine richtig coole Sache. Nach wie vor haben wir hier die Cladifora drin, einmal rechts oben in der Ecke und einmal hier unten rechts in der Ecke. Das ist soweit aber noch okay, noch erträglich, sage ich mal. Die explodieren hier nicht in den Becken. Machen sich ja eigentlich richtig schick, muss ich sagen. Also gefällt mir. Soweit das nicht überhand nimmt, ne, ist das schon mal eine coole Sache. So, hier unten können wir jetzt schon ein paar Tierchen erkennen. Und wir sehen hier eine Säule, Blubbersäule. Das kommt unten aus der Wurzel raus. Da hat wohl jemand dann rumgeknabbert. Und dann schickt die Pflanze einfach mal Sauerstoff raus, dass man das auch mal so optisch sehen kann, wie das aussieht. Wie gesagt, Tiere sehen wir gleich besser dann dementsprechend, wenn wir sie füttern. Aber die machen sich richtig gut, muss ich sagen. Na, stellt sich mal scharf, bitte. So, da guck mal. Und hier sind also Farbvarianten drin, von braun über fast schwarz zu hellblau, zu dunkelblau, zu gefleckt schwarzblau. Also schon sehr interessante Tiere, muss ich auch sagen. Auch hier normalfarbene, sag ich mal, dunkel, obwohl der wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern, der ist noch recht jung. Hier sind auch überall immer wieder mal kleine Babys, da sehen wir auch gerade eins tatsächlich. Also ja, und dann kommen wir auch hier zu dem Buchenholz, aber im Zusammenhang später. Das habe ich jetzt in jedem Becken mit drin, aber das muss ich noch etwas verändern. Wieso, weshalb, warum? Quatschen wir gleich drüber, würde ich sagen. So, das ist Becken Nummer 1. Soweit alles okay. Wir sind noch bei Becken Nummer 1. Ich habe was vergessen. Mikrosiemenswert liegt hier bei 360. Ja, das läuft soweit ganz gut. Und jetzt sehen wir noch etwas Schönes, und zwar eine Hydra. Oh, wo ist sie denn jetzt hin? Irgendwo da vorne war sie doch. Ah, so, jetzt können wir sie erkennen, da links im Bild. Ne? Ist aber nicht so tragisch, denn dafür haben wir ja unsere Yoda-Schnecken. Und auch dazu werde ich jetzt kurz etwas erklären, denn hier sind keine mehr drin. Ist aber nicht tragisch, denn ich kann sie jederzeit wieder reinsetzen, denn wir haben ja im Buchenholzbecken unten die Schnecken drin, die Yoda-Schnecken. Dort vermehren die sich tatsächlich auch wunderbar und sie wachsen wie verrückt. Also die fressen sich dermaßen satt. Und dann setze ich die einfach mal hier rein. Eine reicht vollkommen aus. Und wenn das hier zu viel an Hydras ist, wie gesagt, dann fressen die einfach mal weg. Und dann nehme ich die wieder raus aus dem Becken und setze sie wieder zurück zu ihrem Buchenholzklotz. Und da können sie sich wieder gesund fressen, sage ich mal. Denn hier im Becken überleben die nicht. Denn hier ist zu wenig Nahrung drin für die Tiere. Definitiv. Ne? Denn hier wird wenig gefüttert. Bedingt eben, damit die Wasserwerte nicht hier rumballern, umkippen und hast du nicht gesehen. Das muss man so in Kauf nehmen. Dann nimmt man einfach ein extra Becken dementsprechend, wo sie sich satt fressen können. Und wenn man sie dann braucht als Putztrupp oder Schutztrupp in dem Sinne, dann kommen sie hier rein und dann ist gut. Das läuft soweit ganz gut. Jetzt kommen wir zu unserem Algenbecken. Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Den Tieren geht es richtig gut hier drin. Wert habe ich jetzt noch nicht parat, muss ich gleich alles noch machen. Aber im Bild ist schon mal gesehen, wie das Becken jetzt insgesamt aussieht. Das ist schon, ja, hier die schwebenden Steine von Pandora. Ja, coole Sache.
Ja, es ist so, wie es ist. Ne? Das wächst hier richtig gut. Das ist also so dermaßen schon zugewachsen hier oben, dass die Luftblasen das Ganze anheben. Ne? Und deswegen schweben die Steine hier durch die Gegend. Aber okay, ich hatte erst gedacht, ich reiße es auseinander. Nein, ich lasse es tatsächlich immer noch. Weil ich möchte gucken, was passiert denn, wenn. Ne? Hier haben wir CO2-Zugabe tatsächlich. Minimalistisch. Es ist so, dass in der Flasche das bis hier steht, ne? Aber mehr nicht. Und das wird auch nicht mehr, interessanterweise. Kontinuierliche Zufuhr, Tag und Nacht. Und ja, also bis jetzt läuft das. Ne? Also den Tieren, wie gesagt, geht es richtig gut. Wir müssen auf eine Veränderung warten. Man darf nicht immer sagen, hoffen, dass das von einem Tag auf den anderen irgendwie was passiert. Das kann Wochen dauern. Vielleicht sogar Monate, bis tatsächlich hier eine Veränderung stattfindet. Im Normalfall, klar, raus, neu machen, fertig, hat sich die Kiste. Aber ich möchte gerne beobachten, was passiert. Denn wenn, so ist der Detlef nun mal. Ne? Dann macht alle nichts. Aber den Tieren geht es gut, wie gesagt. Und die dürfen sich jetzt auch hier drin vermehren, die dürfen auch die Junge kriegen, auch mit den Algen da drin, das macht mir überhaupt nichts. Es ist zwar nicht unbedingt schön zum Ansehen, in der, könnte man sagen so, ne? Also jeder, der hier reinkommt, sagt, was ist das, der macht das doch mal neu. Nein, der Detlef möchte was lernen, okay, und wir vielleicht auch gemeinsam. Ja, mehr gibt es jetzt hier nicht dazu zu sagen, das, ja, wie gesagt, gucken wir gleich mal. Schneckentechnisch wird sich auch einiges verändern hier drin. Nicht, dass neue Schnecken reinkommen, sondern die Fütterung der Schnecken durch Buchenrinde. Ne? Denn wir haben ja unten, wie gesagt, den Buchenklotz und da wachsen die Schnecken wie irre, vermehren sich wie nun, denen geht es richtig gut. Und das werden wir jetzt hier also bei den anderen Becken tatsächlich auch mal machen. Im Moment habe ich hier nur Holz drin, weil ich anfangs nicht wusste, dass es mit der Rinde tatsächlich besser ist. Auch mal gucken. Becken Nummer 3. Hier sind die Super Crystal Red drin, sind alle wieder drin mittlerweile. Die Muttis sind alle raus aus dem Zuchtbecken oder Mutterquartier in dem Sinne. Die bleiben jetzt auch hier drin, denn wir haben schon mehr als ausreichend Babys. Von daher können die sich hier jetzt erstmal weiter vermehren, auch nochmal kreuzen mit dem Aura Blue. Und die Aura Blue werden wir dann später tatsächlich auch nochmal separieren. Zu dem Becken könnte ich was sagen. Ich überlege gerade mal. Ja, zum einen die Busse Falandra, die sehen wir jetzt dort. Ne? Das ist die aus dem... aus unserem Kasten. Die macht sich richtig gut, hat sogar geblüht. Kräftige Farbe, also das läuft soweit ganz gut. Übrigens, gedüngt wird nach wie vor sehr minimalistisch hier, also wirklich, da lege ich auch nicht viel Wert drauf, muss ich ehrlich sagen. Mir geht es in erster Linie darum, die Tiere, dass es denen richtig gut geht. Und alles andere ist nebenbei. Da sammeln wir Erfahrung nach und nach, langsam, ne? Da dockt aber nicht viel rum. Minimalistisch düngen auf jeden Fall und alles andere kommt später. Eins kann ich noch mal kurz zeigen, pass mal auf. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, gerade auch bei dem Soil hier, dass dort Bodenlebewesen drin sind. So, und bei den Caridinern ist es jetzt so, Neocaridiner sicherlich auch, dass das Karnivoren sind, das heißt Fleischfresser. So, und da sich hier alles schön immer drin verstecken, gehe ich ab und zu einfach mal hier durch den Bodengrund, mische das Ganze vorsichtig auf, also wirbel das nicht komplett auf, sondern ziehe einfach mal hier so ein bisschen durch, ne? Und dann kommen diese Bodenlebewesen nämlich alle ins Wasser oder an die Oberfläche, wie auch immer. Und 1, 2, 3 sind die Garnelen dann dabei. Ja, das mache ich ab und zu mal. Ist auch so für den Bodengrund selber ganz gut, wenn das gelockert wird zwischendurch, dass das nicht so pampig liegt auf Dauer. Ne, das ist dann wesentlich besser. Bei den Aura Blue da unten können wir es jetzt auch schon sehen. Die sind da also jetzt voll hinterher. Ne, da ist ordentlich Futter drin. Ja, sollte man gar nicht meinen. Und da kommen die Garnelen so gar nicht dran, obwohl wir hier einen niedrigen Bodengrund haben. Das ist ja höchstens hier, sagen wir mal, 2 cm vielleicht. Mehr ist das ja gar nicht. Ne? Aber trotzdem kommen die da unten nicht dran. Und die freuen sich jedes Mal, wenn ich hier drin rumbuddel. Und dann, ja. Aber okay, Futter gibt es gleich sowieso. Ich wollte noch was gesagt haben. Auch hier liegt ein Buchenholzstückchen drin. Aber wie gesagt, das hat nicht viel Wirkung, was Biofilm angeht, sondern da doch besser die Rinde. Und wie gesagt, ich erhoffe mir dadurch, dass wir die Schnecken besser zugange kriegen in dem Sinne. Aber wie gesagt, das müssen wir noch langzeitmäßig beobachten. Und dann kommen wir jetzt zu dem ehemaligen Mutterquartier. Ja, jetzt dann tatsächlich Babystation. Aber auch dazu mache ich gleich nochmal eine andere Einstellung. Ja, also das ist mal richtig schön anzusehen. Hier übrigens genau das Gleiche, auch hier mische ich den Bodengrund zwischendurch auf, aber nur kleine Bereiche, ne? Nicht den kompletten Bodengrund. Immer so im Rahmen von, keine Ahnung, 5 x 10 cm ungefähr oder wie auch immer. Mal hier und mal da dann abwechselnd tatsächlich auch, den einen Tag da, den anderen Tag da. Sehen also, den Babys geht es richtig gut, das sind unzählige. Ich kann die gar nicht zählen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil das sind ja, eigentlich too much. Cooles Lebenfutter auf jeden Fall.
dass das so einfach funktioniert, hätte ich damals nicht gedacht. Auch hier sehen wir ein Holzstückchen drin. Da touren die Kleinen zwischendurch mal drauf rum. Ich denke mal, wenn so ein bisschen Biofilm sich mal wieder entwickelt hat, denke ich, und so, ansonsten eigentlich eher weniger. Ja, aber auch hier ist also ein mega Getummel. Hier sind wunderschöne Tiere drin, muss ich sagen. Wir sehen jetzt hier vom Rot mit Weißanteil, ist hier einer zum Beispiel, bildmittig gesehen. Oder da auch. Ne? Die gefallen mir richtig gut, muss ich sagen. Und die werde ich jetzt separieren tatsächlich teilweise schon. Habe ich es gemacht mit 10 Stück erstmal versuchsweise, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und in dem Zuge kommen wir dann zu dem anderen Becken, wo ich das gemacht habe oder wo ich das mache jetzt in dem Sinne. Ja, wir sehen auch hier unterschiedliche Größen. Hier sehen wir auch von den Skyfish, die weiß Bescheid, ne? ist soweit schon wieder. Ja, Skyfish. Galaxy Red Pinto Nachkommen sind das tatsächlich. Ich habe auch die Vermutung, dass die sich eingekreuzt haben bei den Super Crystal Red, dass das dann die sind, die jetzt halt rot mit viel Weißanteil haben. Aber das werden wir erst sehen, wenn die Schätzchen etwas größer sind, weil im Moment ist das noch ein bisschen schwierig, da wirklich eine Zuordnung zu geben, wer von wem abstammt hier. Das ist da nicht so einfach jetzt, aber es sind schöne Santas auf jeden Fall dabei, ganz viele tolle Tiere und die kommen dann alle ins Cladiforenbecken. Ja. Okay, ich würde sagen, dann gibt es jetzt erstmal Futter. Galaxy Red Pinto. Hier sehen wir jetzt ein Weibchen, das hat tatsächlich auch schon wieder Eier. Das ging auch mal wieder flott. Und hier sehen wir auch ein Buchenholzklotzstückchen mit Rinde dran. Und da sind die Schnecken gerne dran, muss ich sagen. Auch die Garnelen tatsächlich. Die weiden das auch immer wieder mal ab. Das kann man jetzt auch sehr schön sehen. Sogar am Holzstück. Ne? Also ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt, das zu kombinieren. Holz mit Rinde tatsächlich. Aber kein frisches Holz nehmen, ne? Das ist getrocknet gewesen und das nehmen die also wirklich sehr gerne an, muss ich sagen. Ich werde gleich nochmal die Gesamtaufnahme machen, aber ich wollte das eben zeigen, das Schätzchen, wie es da jetzt tatsächlich gerade zu Gange ist. Wie sieht es mit dir hier aus? Dem geht es auch gut, alles easy, alles cool. Ich glaube, mittlerweile sind schon mehrere Weibchen wieder mit Eiern hier drin. Okay, ich mache nochmal kurz eine Komplettaufnahme, würde ich sagen. Aber ist schon interessant, diese Tiere zu beobachten. Vor allem auch diese Farbvarianten, dass sie also komplett variabel sind. Ne? Das ist schon sehr interessant. Okay. Eine Gesamtaufnahme hier. Ja, es gibt großartig keine Veränderung. Ist alles geblieben wie beim Alten. Die Steine sind nach wie vor drin. Und das wird auch so bleiben. Die hockt da unten immer noch. Die ist immer noch zugange. Ich hatte schon Pause gemacht von einer Viertelstunde und die ist ja immer noch fleißig zugange. Also es taugt wohl doch was mit dem Buchenholz. Hier ist ein bisschen Algenbelag drauf, das kann man jetzt so gar nicht sehen auf dem Moos. Das frisst auch niemand wirklich. Ich hatte ja auch schon mal Jodaschnecken drin gehabt, aber die gehen da auch nicht dran. Von daher muss ich einfach weiter abwarten. Vielleicht sollte ich das mal abzuppeln oder so. Warte mal, ich gucke mal eben, ob ich das hinbekomme, dass ich das doch mal kurz zeigen kann. Pass mal auf. Und zwar da oben. Das ist ja natürlich alles grüne Grün hier. Ne? Da oben kannst du es sehen. Da ist so ein kleiner Polster. Oder kleines Polster in dem Sinne. Aber ansonsten, ja, läuft das ganz gut hier. So, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Becken. Ja, unser Lavagranulatbecken. Ja, hier befinden sich mittlerweile schon Garnelen drin. 10 Stück an der Zahl. Manchmal sieht man sie, manchmal nicht. Wie gesagt, ich werde gleich füttern. Mal gucken, ob ich so irgendwie alle zu Gange kriege auf einen Haufen. Also denen geht es richtig gut. Die sind jetzt mittlerweile 4 Tage schon hier drin. Ja, wie gesagt, Wasserwerte schreibe ich rein. Die sind nämlich jetzt ziemlich passend. Wir haben hinten ein Säckchen mit Soil mit dem 5,5er. Und das scheint so ganz ausreichend zu sein. Sieht jetzt nicht unbedingt schick aus, aber es passt die Werte des Wassers halt an. Und das ist natürlich eine geniale Sache, wenn man dann die Tiere halt auch auf Labergranulat halten kann. Dann ist es einfacher, das Soil auszutauschen, wenn es dann dementsprechend ausgelutscht ist. Ne? Also man hier den ganzen Bodengrund dann austauschen müsste in dem Sinne. Und von daher läuft das schon mal richtig klasse. So, jetzt kriege ich hier wahrscheinlich, doch, kriege ich doch ein Gesamtbild. Hier dürfte tatsächlich ein bisschen mehr Grün rein, auf jeden Fall. Ne? Aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ja, okay. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Buchenholzklotz. Denn das ist also wirklich mega spannend und da ist also richtig viel los drin. Mag man gar nicht glauben. Ist gerade nicht so einfach, das Stille zu halten hier. Wir sehen hier tatsächlich schon Nachwuchs von den Jodaschnecken. Woran kann man das erkennen?
Die Turmdeckelschnecken, die wir haben, die sehen ja ähnlich aus, wenn sie klein sind, aber die haben so einen Rüssel wie so ein Elefant, ne? Und die Jodaschnecken eben nicht. Aber noch näher kriege ich es leider nicht drauf. Ja, da ist eine von den Joda, von den großen. Die sind auch fleißig am Eierlegen hier. Da ist ein kleines Pölsterchen, wie man sehen kann. Hier sind zwei leere Schnecken, nee, ein leeres Schneckenhaus, dieses hier, die hat es hier nicht überlebt, ich weiß nicht warum. Genauso wie die hier, die Turmdeckelschnecke, die hat es auch nicht überlebt. Wieso, weshalb, warum, ich weiß es nicht, aber ist so, die werde ich nachher auch mal rausholen hier. Insgesamt ist ja, also man sieht ja ordentlich was rumflitzen, ne? Ist ordentlich was los hier in der Bude. Das sind alles diese Ruderkrebschen, also richtig heftig, viel zugange, ne? Guck dir das mal an. Das ist schon heavy. Hier waren auch ja, so kleine Glanzwürmchen drin. Die sind aber mittlerweile alle irgendwie auf dem Rückzug, aber ich kann keine mehr sehen. Wieso das war, warum, weiß ich nicht. Ist aber so. Scheibenwürmer sind auch hier irgendwo. Da kann man, na, kann man natürlich nicht sehen. Aber dieser weiße Fleck hier, ne? Das ist so ein Scheibenwürmchen, aber das kriege ich jetzt nicht scharf gestellt. Ansonsten ist also hier ziemlich, ach guck mal, da schwimmt gerade so ein Würmchen. Ist hier ziemlich viel los, muss ich sagen. Ne? Und denen geht es richtig gut hier drin, die Jodaschnecken. Die anderen sehe ich jetzt gerade nicht. Dreie, ah, da oben ist eine. Dreie sind es insgesamt. Ja, ist noch ein kleines bisschen trüb, aber das ist okay. Das schadet nicht oder so. Das ist ja schon interessant, wie das hier läuft. Ne? Und tatsächlich mit Nachwuchs, da hinten an der Scheibe sitzt auch eine. Ja, das ist ganz schön. Ne? Dann hat man doch ein paar Tierchen mehr zum Umsiedeln in dem Sinne. Dann werden wir die Tiere jetzt mal füttern. Ich werde auch ein bisschen mehr dieses Mal reinmachen als sonst. Hole ich dann später wieder raus, damit wir wirklich die Tiere sehen können, weil sonst hauen die immer damit ab und dann kommt das Futter nicht dahin, wo es sein soll und dann kann man die Tiere nicht beobachten. Von daher lege ich jetzt mal größere Stücke rein. Wie gesagt, kann ich nachher wieder rausholen, ist also nicht das große Problem. So, Dalle, pass mal auf. Das mit dem Lavagranulat ist warum eine coole Sache? Gut, wir versuchen jetzt erstmal den Pipette runterzubringen. Ne? Das Zeug reagiert ja langsam nach und nach, mehr oder weniger, dann später eben weniger. Das heißt, dann wird sich der pH-Wert verändern und vielleicht können wir die Tiere tatsächlich daran gewöhnen. Ne, müssen wir gucken, ausprobieren, ganz klarer Fall. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Babys hier gleich hinkommen, dass wir die auch sehen können. Die Schnecken kriegen nichts, die brauchen nichts. So, gefüttert sind sie jetzt, jetzt warten wir ein paar Minuten. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, das also mit dem Lavagranulat, wie gesagt, es ist ein stabiler Stein. Der vergeht nicht, zerfällt nicht oder dergleichen. Der kann ewig da drin bleiben. Ewig, für immer und ewig. Ne? Und den pH-Wert runterzubringen mit dem Zoll, dann dementsprechend mal was reinigen, das kann man natürlich schicker gestalten, ganz klarer Fall, als mit so einem Nylonstrumpf. Da lasse ich mir mit Sicherheit mit der Zeit auch noch was einfallen. Vielleicht könnte man irgend so ein Kästchen nehmen, wo ganz viele Löcher drin sind und da den Strumpf drüber ziehen, dass man im Prinzip wie so eine Säule hat. Ich denke mal, das wäre vielleicht interessant. Ja, okay. Mit dem Buchenholzklotz, da kommt heute Soil rein, aber da werde ich noch warten, weil ich muss erst nochmal die Parameter checken, wie die jetzt aussehen, damit ich weiß, wie sie hinterher aussehen. Das muss ich alles wieder aufschreiben, da, tatsächlich auch. Und von daher, ja, es geht schon los, sie kommen. Okay, also, ich warte jetzt ein paar Minuten und dann gucken wir uns gleich die Tiere mal etwas näher an. Denn insgesamt geht es ja eigentlich um die Tiere, ne? Okay. Ein größeres Stück reinzupacken ist doch besser, weil wie gesagt, sonst versuchen die mit dem Futter abzuhauen, ne? Und dann kann ich mir die Tiere ja gar nicht richtig, beobachten. In dem Zuge sehe ich jetzt auch schon mal, wer dann wieder Eier hat, oder wir sehen das jetzt tatsächlich auch dann dementsprechend. Ja, ist ganz schön, also die Vermehrung, wie gesagt, das ist enorm hier, also die hören gar nicht auf damit irgendwie. Aber was soll's, ist ja ganz schön, dass das so ist, ne? Und ich bin mal gespannt drauf, ob es klappt tatsächlich, dass die Aura Blume sich mit den Super Crystal Red verpaaren. Das wäre nämlich mal wirklich interessant zu sehen, was dann dabei rauskommt. Wenn nicht, müsste ich das mal gezielt irgendwann angehen. Aber ja, nicht aber. Das könnte spannend werden. Das ist sowieso bei Kreuzungen. Wir haben auch in dem Babybecken so viele tolle, unterschiedliche Tiere mittlerweile. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Vor allem, wenn man die dann später nochmal separieren kann. Guck, da haut er schon ab damit. Ne? Siehst du wohl. Das ist nämlich das, was ich meinte. 1, 2, 3 sind sie weg und dann... Ja? Aber ist schon schön anzusehen, dass den Tieren so gut geht. Das ist echt genial. Richtig krass cool. Ja, siehst du wohl. Hier ist auch ein Baby irgendwo mit drin. Das ist irgendwie mal mit reingekommen beim Rauskäschern einer Mutti. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen kann. Dann könnte man nämlich mal einen Größenvergleich zeigen. Ja, da ist er ja. Da ist er. Da kommt er. Guck mal. Pass mal auf. Da, siehst du das?
Das ist eines der Babys und die ist, ich würde sagen, doppelt so groß, wenn nicht sogar dreifach so groß, wie die hier drin. Ist sie, ja doch, also doppelt so groß kannst du sagen. Ne? Das ist schon mal auch interessant wieder zu sehen, dass umso mehr Raum da ist für die Tiere, umso schneller wachsen sie dann dementsprechend auch. Ne? Ja, ist ganz schön, dass das jetzt durch Zufall mal passiert ist, denke ich. Ne? Dann kann man das nämlich auch auf jeden Fall optisch mitnehmen, dass es tatsächlich so gegeben ist. Ne? Ja, okay. Und dann gucken wir gleich mal hier etwas näher hin, würde ich sagen. Und gucken mal, das war so ein paar verschiedene. Da sehen wir jetzt eine weiße. Eine weiße. Ja, wir hatten ja damals die, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. White Snow oder so war das gewesen, glaube ich. Ne? Die sind ja damals leider alle verstorben. Aber scheinbar hat sich wohl ein Tier mit verpaart in dem Sinne. Ne? Und hat die Gene weitergegeben. Aber gucken wir gleich nochmal genauer. Hier ist schon ganz schön das Gewusel drin. Da könnte man denken, die kommen jetzt alle zum Futtern. Aber denkst du, nö, die schwirren überall tatsächlich hier rum. Das ist also echt der Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Also sind ganz tolle Tiere bei, muss ich sagen. Richtig schicke. Ach guck, es sind ja auch zwei Weiße jetzt nebeneinander, sehe ich gerade. Also bin ich mal gespannt, wie die von der Zeichnung aussehen, wenn die etwas größer werden. Weil das zieht sich ja alles noch so ein bisschen. Hier ist also, Moment, ich muss eben die Kamera ein bisschen lösen. So, dann kann ich mich besser hier hantieren mit dem Ganzen. Also wir sehen überall Babys. Massen. Also wirklich, das sind Massen an Babys. Überall touren die herum. Und die Tiere nach wie vor, kann ich nur immer wieder empfehlen, brauchen Strömung. Weil dann werden sie trainiert. Dann sind sie nämlich wirklich aktiv immer zu Gange. Und die sind also wirklich sehr gerne hier in dieser Strömung auch. Jetzt gerade eben nicht, weil sie jetzt alle auf Futtersuche sind. Aber sonst schießen die richtig hier entlang in der Strömung. Also das macht denen richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und wie gesagt, sie werden ja auch trainiert dadurch. Ne? Muskeln werden bewegt und von daher ist das ganz okay, so denke ich mal. Ja, ist schon fantastisch. Da komme ich da oben gar nicht hin. Warte mal, ich kipp das mal so ein bisschen. Ne? Also auch da überall touren die rum. Überall. Ja, also es ist so genial, dass das so einfach geklappt hat hier. Ne? Muttertiere raus mit Eiern, alle hier reingetan und dann haben sie ihre Jungen abgelassen. Und dann können die jetzt hier erstmal etwas größer werden. Ach, jetzt sind schon drei da von den Weißen, sehe ich gerade. Ja, also das wird eine spannende Geschichte. Auch mit dem Rot. Also ich, wie gesagt, ich mag das, wenn das Rot mehr weiße Streifen hat. Jetzt nicht den hier, das ist ja einer von den Galaxy Red Pinto. Aber da vorne ist einer jetzt zum Beispiel. Ach, ich komme nicht näher ran. Kannst du wahrscheinlich sehen, ne? Dass also da wo mehr Streifen, Weißstreifen im Rot dran sind. Weil die finde ich nämlich mega interessant. Ja gut, ich meine, jeder hat sicherlich so seine Vorlieben, ne? Von Zeichnungen und so. Aber ja doch, das ist eine richtig tolle Sache. Okay. Die sind jetzt mit dem Futter da hinten hingezogen. Ich sag, die schleppen das immer durch die Gegend. Aber ich denke mal, das werden die auch komplett vertilgen hier, weil die haben jetzt ein paar Tage gar nichts gekriegt. Und dann ist das Futter natürlich heiß begehrt, ganz klarer Fall. Ne? So, dann kann ich auch gleich bei den Santas mal eben gucken, ob wir die dann auch nochmal drauf kriegen aus dem Mutterquartier dann damit. Oder aus dem Stamm in dem Sinne. Ja, also ist fantastisch. Hier kann es jetzt allerdings passieren, dass das ein oder andere Tier nach und nach mal sterben wird. Denn die erreichen ja auch nur ein gewisses Alter von 1 bis 2 Jahren etwa. Genau weiß ich das noch nicht, aber das ist dann so. Ne? Da muss man mit leben. Das ist ein fortlaufender ja, Prozess, der stattfinden wird. Ne? Die Alten gehen, die Neuen kommen. Das ist nun mal so. Und von daher, wenn man gezielt jetzt irgendeine ja, Form, Farbgebung haben möchte, muss man natürlich immer wieder nachzüchten. Ne? Ansonsten verändert sich komplett die Farbgebung später. Aber das ist mir jetzt noch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für mich erstmal so zu gucken, was aus Kreuzungen entsteht. Das interessiert mich wesentlich mehr. Und natürlich die Santa als Stamm festzuhalten. Und auch die Aura Blue später, ganz klarer Fall. Genauso wie die Galaxo Pinto Red auch. Und wir bekommen bald neue. Die sind schon unterwegs, sind heute Morgen abgeschickt worden. Die kommen aus Bayern. Aber wenn es soweit ist, nehme ich euch da auf die Reise mit. Ja. Auf Instagram hatte ich das ja schon kundgegeben und dann, oh, da bin ich echt mal gespannt auf die Tiere. Das sind auch super hübsche, aber okay, ich meine, die sind alle hübsch. Also ich bin echt verliebt in diesen Tieren. Ich wollte ja auch noch Fische irgendwann und so, aber im Moment bin ich echt darauf ja, fixiert, noch nicht Fische reinzusetzen, weil das auch ein bisschen schwierig ist, weil ich hier mit den Parametern noch am rum experimentieren bin. Also hier kommen sowieso keine Fische rein, davon abgesehen, ne? Sondern wenn unten in das Lavagranulatbecken. Aber da muss ich erstmal gucken, wie das pH-Wert technisch sich einspielt.
Vor allen Dingen, wenn ich Fische reinsetze, dann muss ich die Parameter ja passend dafür haben, für diese Fische dann dementsprechend. Ne? Oder umgekehrt natürlich, aber ganz klarer Fall, die Fische dazu kaufen, die dann mit den Parametern zurechtkommen. Und natürlich auch mit den Garnelen. Dann, ne? Das kommt dann ja auch noch dazu, das darf man nicht vergessen. Ja, okay. Jetzt sind wir bei den Santa Super Crystal Red. Ja, die haben gar nicht so viel Hunger hier, aber das ist auch nicht verwunderlich, weil hier sind nicht ganz so viele Tiere drin und die können hier weiden ohne Ende und finden immer Futter. Eigentlich bräuchte ich hier gar nicht zu füttern. Ich habe es jetzt auch nur gemacht, damit wir so mal sehen können, dass sie mal kommen. Da sitzt auch eine unterm Blatt tatsächlich. Von links kommt jetzt noch eine angeschlürt. Da. Und die haben es nicht eilig. Oh, die sind richtig rund und voll gemampft. Hier haben wir auch wieder tatsächlich Weibchen drin mit Eiern. Eine sehe ich gerade. Zwei, drei. Kommt da noch eine gerade runterher? Vier? Ja, vier Weibchen wieder mit Eiern. Ha, es ist verrückt, ne? Das ist also echter Burner, wie die sich hier ja, vermehren. Freudig vermehren vor allen Dingen. Und den Tieren, wie gesagt, geht es richtig gut. Ne? Auch hier mit dem CO2 drin. Das läuft also soweit schon ganz schön. Gut, der jetzt mit der Cladophora ist nicht das Allerschickste in dem Sinne. Aber das ist mir jetzt auch nicht ganz so wichtig, wie gesagt. Ne? Weil ich möchte doch gucken, was für Prozesse passieren hier eigentlich. Ne? Das ist nämlich schon mal mega interessant. Allerdings, wie damals schon gesagt, müssen wir aufpassen, wenn hier ein Zersetzungsprozess stattfinden sollte, dann müssen wir die Wasserwerte beobachten. Das ist ganz wichtig. Ne? Denn dann könnte das natürlich dramatisch werden. Ganz klarer Fall. Ne? Verrottung, Zersetzung. Ja, dann kommt einiges ins Wasser rein, was das Wasser dann auch kippen lassen kann. Und das möchten wir natürlich nicht. Ne? Von daher, ja, okay. Ich würde sagen, dann haben wir das meiste soweit durch. Ich mache nochmal eine kurze Pause und dann gucken wir mal, ob wir uns noch was, ich schwenke hin und her, ob wir noch was Wichtiges haben, was ja relevant wäre. Ach so, ja, ich komme gleich nochmal wieder. Eins noch ganz kurz hier zum ersten Becken mit den Neocaridinern. Hier haben wir ja die Echinodorus Hardy Red Pearl drin. Sie hat ja einen Blütentrieb ausgebildet, der aus dem Becken gewachsen ist. Und tada, ich zeige allerdings eine Aufnahme von gestern jetzt gleich noch. Ja, also das ist eine coole Sache, dass sie tatsächlich blüht. Das finde ich so grandios. Ich hoffe, dass ich hier viele Nachkommen bekomme, also mehr Pflanzen in dem Sinne, weil dann könnte ich die auf die anderen Becken noch verteilen, um mal zu gucken, wie die da drin sich entwickeln. Denn rote Blätter entwickeln die ja nur mit CO2. Ja, ansonsten nur grün und von daher, und vor allen Dingen auch, weil wir sie normal als Zopfpflanze halten können. Das wäre dann auch mal interessant zu erfahren, wie das funktioniert und wie man sie dort vielleicht vermehren könnte. Ja. Also guck mal, wie das Moos gewachsen ist hier, das ist auch der Hammer. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, okay, also eigentlich brauchen wir gar nichts außer Moos, denn ohne Moos nichts los. Okay. Ja, die Schnecken leben gefährlich hier. Ist so, die schmackofatzt erstmal eine kleine Schnecke weg hier. Ist auch eine Schnecke, ne? Ja, Tatsache. Ja, das ist halt so, ne? Karnivoren. Das ist so, Fleischfresser. Passiert immer wieder mal. Also so schnell verhungern die Tiere hier nicht. Ne? Wenn sie gar nichts mehr haben, dann können sie Schnecken fressen. Wobei wir jetzt gerade Futter reingelegt haben, von daher sollten sie eigentlich jetzt alle nach hier kommen. Jetzt liegt allerdings hier gerade der Schlauch ein bisschen im Weg. Ich ziehe den mal weg. Ja, also die Farbgebungen sind schon interessant, muss ich sagen. Schoko. Von den ganz schwarzen sehe ich jetzt gerade keine. Aber die sind recht dunkle Tiere auf jeden Fall bei. Und wie gesagt, ganz so viele Babys auch hier. Aber hier werde ich nicht selektieren oder sonst irgendwas. Die können ja einfach so vor sich hin sich kreuzen. Weil das finde ich ganz interessant, so verschiedene Farbgebungen im Becken drin sind. Ne? Dass das nicht alles so ganz eintönig ist. Dann sieht man auch mal, wie unterschiedlich diese Neocaridiner sich tatsächlich entwickeln können. Warte mal, da kommt einer gerade an, eine ganz dunkle. Wo bist du? Moment. Ach, die hat sich versteckt da hinten drin. Nee, das war die gar nicht. Die, da ist er. Da, guck mal. Siehst du das? Die ist fast schwarz. Also es gibt echt interessante Farbgebung, muss ich schon sagen. Und wenn die sich so etablieren, wäre natürlich auch schön, dass also immer wieder diese verschiedenen Farbschläge bei rumkommen. Ne? Nicht, dass irgendwann nur noch braune sind oder so. Aber okay, das müssen wir, wie gesagt, auch dem Zufall überlassen in dem Sinne. Ne? Aber ist schon ganz schön anzusehen. So unterschiedlich die Tiere sich entwickeln. Hier ist eine schöne blaue, die jetzt angekrochen kommt. Ja, blau-schwarz kannst du fast sagen. Kommt ein bisschen mehr ins Licht. Ja, das ist schon, ne, wie Sie sehen, der Schwanz ist, oder Fächer ist tatsächlich etwas dunkler. Von der Zeichnung her. Tatsächlich auch mit Weiß drin, so wie das aussieht. Jetzt kann man sie mal zusammen sehen hier. Aber bei der ganz dunklen ist auch so ein leichter Blauton drin, aber nur ganz, 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 ganz leicht. Ne?
das macht schon Spaß, die Tiere zu beobachten. Wir müssen nicht jetzt ganze Zeit hier einfach stehen, aber ich muss ja ein bisschen was reden dabei, sonst wird das ja auch zu langweilig. Ne? Ansonsten könnte ich das ja einfach so laufen lassen, aber das... Ne? Ja, es macht mega viel Spaß. So, ich gehe jetzt in die Pause. Wie gesagt, weil wir jetzt hier wieder die Hüders drin haben, kommt jetzt eine Jodaschnecke hier rein. Und die bleibt ja für 1-2 Wochen drin, aber da müssen wir sie wieder rausnehmen. Wie gesagt, ansonsten sterben die hier drin, weil die finden einfach nicht genug zu fressen. Das sollte man wirklich berücksichtigen. Das ist also ein ganz wichtiger Fakt. Ne? Brauchst du nicht wundern, wenn die Tierchen nicht lange leben, wenn sie nicht genug zu fressen finden. Da können wir jetzt tatsächlich mal einen sehen. Ja, die verstecken sich hier sehr gut, muss ich sagen. Also die kriegt man kaum zu Gesicht. Aber einer ist immerhin schon mal wieder gesichtet in dem Sinne. Die haben auch nicht wirklich viel Hunger hier, weil hier ist so viel Aufwuchs und hast du nicht gesehen. Die interessiert das Futter fast gar nicht. Ja, wie gesagt, die sind echt schwer zu entdecken. Ab und zu sieht man sie mal, aber ja, okay, auf jeden Fall gibt es sie noch. Da ganz hinten, da ist auch einer. Das ist aber auch, ne, in diesem Lavagestein, die kannst du kaum erkennen. Da musst du echt Glück haben, ne? Die krabbeln dann zwischendurch her und dann sind sie einfach nicht sichtbar in dem Sinne, wenn man nicht zufällig mal ein Auge drauf wirft. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Es gibt aber noch ein paar Fakten, die wichtig sind, insbesondere bei dem Buchenholzklotz hier in dem Becken. Da gibt es nämlich eine sehr interessante Veränderung. So gut, fangen wir rückwärts an, genau. Fangen wir einfach mal rückwärts an. Das ist Becken 7. So, wir haben das Ganze gestartet am 29.06.22. Heute ist der 8.08.22. pH-Wert ist 7,1. Mikrosiemenswert 305. 7,1. Wir sind gestartet mit pH-Wert 6,4. Und der ist dann bei jedem Messvorgang, den wir mal durchgeführt haben, immer wieder mal gestiegen. Zuletzt hatten wir tatsächlich pH-Wert von 6,8 und heute von 7,1. 6,8 haben wir gemessen am 17.07. Das sind also gut 2 Wochen, kannst du sagen. Ne, 3 Wochen. Mikrosiemenswert 305, der ist soweit geblieben, hat sich nicht großartig was verändert. Dann kommen wir zu dem Becken hier mit dem Lavagranulat. Da haben wir jetzt einen pH-Wert von 6,2, Mikrosiemenswert 280. Und wir hatten Anfangswert einen pH-Wert von 6, Moment mal. Da hatten wir CO2 noch drin, da hatten wir noch CO2 drin. So, das hatten wir hinterher rausgenommen und dann hatten wir pH-Wert von 7,5. Von 7,5 sind wir runter auf 6,2 und das Ganze haben wir mit dem Soil hier in dem Strumpf, ne, haben wir gestartet am 23.07., also gut 2 Wochen. Gut 2 Wochen ist das drin. Jetzt muss ich die Tiere, aber die hier drin sind, sind 10 Stück, beobachten. 2 Wochen wenigstens, wie sie sich verhalten, ne, bevor wir da also wirklich dran gehen und sagen, kommen noch ein paar mehr Tiere dazu, weil irgendwo muss ich die auch irgendwann mal aufteilen, denn die werden ja größer hier, ne, die bleiben ja nicht so klein, das ist schon ganz wichtig. So, bei dem Becken ist soweit alles geblieben, kannst du sagen, wir haben einen pH-Wert von 5,7, das war letztens auch so, Mikrosiemenswert ist auch geblieben mit 290 ungefähr, also war vorher 280, also unrelevant. Es gibt auch noch was ganz Interessantes hier. So, dann haben wir Becken Nummer 4, das ist das, da haben wir pH-Wert von 5,7. Der ist tatsächlich etwas gesunken und der Mikrosiemenswert ist etwas gestiegen von 290 auf 320. Das liegt aber am Wasserwechsel, den ich letztes Mal gemacht habe. Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr reingekommen. Also da werde ich dann doch eingreifen, diese Woche noch gewechselt haben am 23.07. Also dann werde ich diese Woche doch nochmal einen Wasserwechsel machen. Allerdings einen kleinen Wasserwechsel nur. Ne, ich hole vielleicht einen Liter raus oder so und dementsprechend verdünne ich das dann wieder auf unter 300 Mikrosiemens. Das ist mir doch schon ganz wichtig, dass du da nicht zu hoch kommst. Aber einen großen Wasserwechsel, also 25% brauchen wir jetzt nicht machen. Das machen wir hier tatsächlich etwa 11 Tage bis 14 Tage, so knapp 2 Wochen. Bei den beiden Becken hier. Bei den beiden Becken nicht. Hier habe ich letztes Mal Wasser gewechselt am 30.06. Schon über einen Monat. Tatsächlich, ne? Und die beiden Becken laufen noch richtig rund, muss ich sagen. Da ist also nichts passiert oder dergleichen, von daher, dass wir das schon mal so mitnehmen können, gar nicht so verkehrt, ne? Hatte ich das gesagt, pH-Wert hier ist jetzt 5,6, der ist tatsächlich gesunken von 5,9, 6 auf jetzt 5,6. So, Moment mal, ne, 1, 2, 3, ja doch, richtig, genau. So, hier haben wir auch Mikrosiemenswert etwas erhöht bei 315 tatsächlich, also werde ich da auch mal einen Liter wechseln. Und dementsprechend das ein bisschen runterbringen. So, Becken Nummer 2, das ist das hier. Da haben wir pH-Wert von 6,2. Das ist in etwa so geblieben. Da gibt es keine großartige Veränderung. Mikrosiemenswert 280, das ist auch okay. Da brauchen wir so nicht meckern.
Es ist schon interessant, dass die Becken jetzt so lange rund laufen. Ne? Und es ist, auch, ist halt so, umso mehr Grün drin, ist es vollkommen egal, ob das nun ein Blatt ist oder eine Alge. Es spielt keine Rolle. Muss halt nur aufpassen, dass die Algen nicht kaputt gehen, weil dann, dann kommen die Probleme. So, hier haben wir jetzt einen pH-Wert von 7,2. Ja, das müssen wir jetzt gucken, weil der CO2 ist jetzt seit wann ist er drin? Seit einer Woche oder so ungefähr. Da hat man vorher einen pH-Wert von 7,7 gehabt und jetzt 7,2. Ist also wieder etwas gesunken, bedingt durch, durch das CO2, was wir dazugeben. Ne? Mikrosiemens bei 370, das ist okay soweit. Also da gibt es dann in dem Sinne nichts zu meckern. Ich messe jetzt auch nicht mehr ständig, sondern ab und zu mal. Ne? Insbesondere dann, wenn wir einen Film machen. Oder aber wie dieses Becken hier, das habe ich also ein paar Tage lang, ja eigentlich zwei Wochen lang, kontinuierlich am Tag, Mittag, Abend immer wieder mal kontrolliert, wie das mit dem pH-Wert aussieht, wie der sich wandelt, verändert. Denn das sollte man schon so ein bisschen verfestigen tatsächlich. Ja, dass beim Buchenholzklotz dann jetzt tatsächlich der pH-Wert steigt, das ist natürlich nicht so schön. Aber gut mitzunehmen, dass das so ist, dass der Buchenklotz das so macht. Ne? Gut, wenn es kleine Stückchen reingibt ins Becken, da passiert nichts, da brauchst du keine Bange haben. Ne? Aber so ein großer Klotz, der verändert tatsächlich den pH-Wert. Das werden wir auch jetzt noch so belassen. Ich habe die Werte jetzt aufgeschrieben, ich werde noch kein Zoll dazugeben, weil das wird den pH-Wert wieder verändern. Ich möchte doch jetzt beobachten, inwieweit der Holzklotz das noch verändert, das Wasser vom pH-Wert technisch, ne, dass wir da also wirklich mitnehmen können, wie hoch der steigen kann. Durch das Buchenholz, dürfen wir nicht vergessen. Ne? Bei Eichenholz sieht das anders aus, dann gehe ich ja zumindest von aus, dass das eher säuert. Auch da werde ich irgendwann nochmal einen Test machen, aber ich kann mir jetzt nicht lauter Becken hinstellen mit Holzklötzen. Bringt es denn auch nicht. Ne? Das macht nicht wirklich viel Sinn, aber so nach und nach, ich meine, das Projekt kann man ja irgendwann beenden und dann starten wir vielleicht ein neues Projekt. Von daher, ja wobei, obwohl, ja, wenn wir da die Schnecken wieder rum drin haben, denen gefällt das ja. Ne? Das ist auch wieder so. Also wird das Becken doch Bestand haben. Oh, mal gucken, wie sich das weiter verändert. Es ist immer so, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man manchmal echt möchte, dass von einem Becken, von dieser Variante, dann noch drei, vier verschiedene andere Becken, um dann nochmal zu testen, wie das dann da aussieht und so. Ne? Aber irgendwo ist auch Ende Gelände, ganz klarer Fall. Wollte ich nicht übertreiben. Ja, aber schön, dass man solche Geschichten tatsächlich so nach und nach mitnehmen kann, wie sich die Sachen so verändern. Ne? Das ist nämlich richtig klasse. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir soweit jetzt auch alles durch. Ja gut, unten waren wir heute nicht, aber es reicht für heute, würde ich sagen, erstmal. Ne? So, weißt Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik. Momentan noch mit den Neocaridinern und den Caridiner-Garnelen. Ja, wobei werden wir uns wahrscheinlich sehr schnell wiedersehen, also in der Thematik, denn die neuen Tiere kommen ja bald. Wie gesagt, sind heute Morgen auf Reise geschickt worden. Ich bin mal gespannt, wann die ankommen. Die kommen aus München, ja? Einmal zur Mitte nach Deutschland und dann wollen wir mal gucken, wie die Tiere sich dann hier bei uns machen. Also, da bin ich echt gespannt drauf. So, okay, ich glaube, jetzt haben wir alles soweit, ne? Doch. Ja, Buchenholz, das ist ganz schön, dass das mit dem Biofilm dann tatsächlich klappt, ne? Also überwiegend natürlich die Rinde, ganz klarer Fall, aber das ist schon mal ganz schön, muss ich sagen. Das ist eine richtig klasse Sache. So, ich zeige dann mal, wie das aussieht. So grau-silbrig ist das Holz, die Rinde. Ne? Das Holz ist eher weiß tatsächlich. Ist so ein bisschen marmoriert, geriffelt in der Zeichnung. Das wird man jetzt hier so nicht erkennen können. Da müsste man mal so eine Platte schneiden und das mal zeigen, wie das aussieht. Aber das ist schon ganz schön, dass man damit was anfangen kann. Das finde ich richtig klasse. Ja, okay. Man darf es aber auch damit nicht übertreiben. Das darf man nicht vergessen. Ne? Lauter, so wie wir es jetzt haben, diesen Holzklotz da reinschmeißen. Das sollst du nicht machen. Ne? Aber so kleine Stücke, das ist schon mal ganz okay. Das gefällt den Tieren tatsächlich. So, okay. Yippie, yay. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder hier. Das kann ich euch schon mal versprechen.